ist Wolke Hegenbarths Familie komplett. Vor rund 2 Jahren stellt sich das Leben der Schauspielerin völlig auf den Kopf. Nach der Verlobung mit ihrem Partner Oliver Veit erwartet das Paar seinen ersten Nachwuchs. Im August 2019 erblickt Söhnchen Avi das Licht der Welt. Schließen Wolke und ihr Liebster nach der Geburt ihres Sprösslings mit der Familienplanung ab? In einem aktuellen Interview spricht Wolke jetzt offen über ihr Mama-Dasein. Ein Kind reicht uns vollkommen. Ein weiteres Baby traue ich mir, oder besser gesagt uns, nicht zu. Sieht also ganz so aus, als bleibt Avi ein Einzelkind. Der kleine Wonneproppen hält seine Eltern aber auch ordentlich auf Trab. Das erste Jahr war richtig schlimm. Ich habe kaum geschlafen. Avi schlief maximal 2 Stunden am Stück, einen Monat lang sogar nur 45 Minuten. Er ließ sich auch nicht ablegen. Das Schlafen im Bett oder Kinderwagen kommt für den kleinen Jungen gar nicht erst in Frage. Stattdessen lässt er sich ab 3 Uhr in der Nacht von Mama und Papa durch die Wohnung tragen. Das war eine Grenzerfahrung für mich und Olli, der nebenbei auch noch gearbeitet hat. Vorher haben wir uns für tough gehalten, aber wir fühlten uns, als könnten wir uns beim Verfall zugucken. Inzwischen sind Wolke und Olli aber auf einem ganz guten Weg, den Alltag als Familie in den Griff zu bekommen. Kind, Job und Haushalt unter einen Hut zu kriegen, bedarf aber auch einer äußerst guten Planung. Die anfallenden Aufgaben teilen sich die beiden untereinander auf. Olli kocht, und das sehr gut. Ich mache dafür den Abwasch und die Teilsanierung, so kommt es mir zumindest immer vor. Neuerdings machen wir die Küche schnell zusammen, bevor wir kaputt ins Bett fallen. Hin und wieder greifen auch Wolkes Eltern dem Duo tatkräftig unter die Arme. An ihre Grenzen kommen die 41-Jährige und ihr zukünftiger Ehemann aber dennoch. Na klar, Mutter bist du 24/7. Wenn man davon keine Erholung bekommt, geht man auf dem Zahnfleisch. Bei dem permanenten Schlafentzug reicht es auch nicht aus, wenn meine Eltern das Kind mal für 2 Stunden nahmen. Ich habe mich 1 Jahr nicht erholt. Priorität 1 bis 20 war einfach: schlafen. Dabei will sich Wolke nur ungern vorstellen, wie es ist, ein alleinerziehendes Elternteil zu sein. In der ARD-Serie Toni, männlich Hebamme, schlüpft die TV-Bekanntheit sogar in die Rolle einer Single-Mama. Ich ziehe 3 Hüte vor allen Alleinerziehenden. Mir ist es unvorstellbar, wie man die Belastung Kind und Beruf allein stemmen kann. Man darf eine Frau mit einem Baby nicht verlassen, das geht gar nicht. Da hat man alles andere auszuhalten. Und genau aus diesem Grund sind sich Wolke und ihr Olli auch sicher, dass sie für ihren Nachwuchs zusammenhalten wollen. Egal was kommt. Selbst wenn aus irgendwelchen Gründen unsere Beziehung scheitern sollte, ist uns beiden klar, dass es dem Kind gut geht und es nicht leidet. Dazu gehört auch, dass es in dem Konstrukt Familie aufwächst. Auf einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester als Spielkamerad muss Wolkes Sohn Avi dann aber verzichten.